Na, ihr schönen Stratocopter. Na, du schöner Tabasco, der nicht Jürgen im echten Leben heißt. Ich habe noch nicht verstanden, wie es zu dem Witz gekommen ist. Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Ja, herzlich willkommen hier auf Tabasco TV zur neuesten Analyse mit dem lieben komischen Typen hier neben mir, wie immer. Über den Schatten dieses Pokémon, was kann man da sagen? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was das... Es sieht aus wie ein Töte-mich. Ja. vom Schatten her, sieht aus wie Mega Slimog, würde ich behaupten. Es stimmt. Es sieht aus wie ein Pokémon, was ich nicht mag. Schauen wir mal nach. Du magst Slimog? Oh, so Slimog habe ich nichts dagegen, aber ich habe etwas gegen dieses Pokémon. Das ist Kolossand, ist es. Und ich mag es nicht. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe es im Trailer gefeiert. Eine Sandburg, die ist ja auf richtig, richtig viel Hass gestoßen. Geht. Also es gibt auch, wir wurden gerade nach Kolossand irgendwie, glaube ich, in den Analysen am meisten gefragt. Ich rede jetzt von dem Zeitpunkt, wo es in den Trailern kam. Achso, aber ja? Wie das im Internet so ist, die positiven Meinungen kriegst du ja nicht mit, weil die Leute ja nur ihre negative Leiden mit Caps Lock und vielen Ausrufezeichen kundtun. Also was ich mitgekriegt habe, war Kolossand gar nicht so gefeiert. Es gab natürlich ein, zwei Gegenstimmen unter solchen Kommentaren, aber ich persönlich feiere das Design tatsächlich. Eine Sandburg als eine quasi spukende Sandburg, finde ich ultra lustig so als Idee. Mhm. Habe jetzt natürlich auch immer ein bisschen Angst, ans Meer zu fahren, deswegen besser nicht mehr. Ab jetzt nur noch in die Berge, da lasse ich mich lieber von einem Geowatz totwalzen. Also cooles Design. Es ist ein Geister-Pokémon, dementsprechend eine etwas spookige Backstory, so von wegen Leute kontrollieren und so. Und das eigentliche Pokémon ist ja die Schaufel da oben, oder wie war das noch? Also irgendwie ist die auf jeden Fall essentiell. Ja, ich glaube, das ist einfach so sein Radar und das dreht sich ja auch irgendwie. Ja, und um ihn jetzt auch noch kurz zu bewerten, ich habe jetzt einfach nur gesagt, dass ich ihn nicht mag. Mich stört das Konzept nicht, wie es wahrscheinlich bei vielen der Fall ist. Die sagen, oh, immer auf Gegenständen, denen fällt nichts mehr ein. Nein, es darf ruhig eine Sandburg geben, aber die gefällt mir einfach nicht. Ich finde, der sieht nicht gut aus, ehrlich nicht. Ich kann auch nicht genau sagen, woran es liegt. Wahrscheinlich einfach, dass der nach oben hin immer dünner wird und das einfach so eine riesige, komische Schnauze hat, die so weit weg von den Augen ist. Und stell dir einfach vor, du würdest diese Burg bei Stronghold Crusader sehen. Sie wäre einfach zu leicht einzunehmen. Ja, das stimmt. Wo sind die Armbrustschützen? Ich habe sogar schon mal überlegt, ob ich irgendwie eine andere Sandburg mal zeichne, wie die aussehen könnte. Vor allem, die sieht jetzt nicht besonders spooky aus, finde ich. Nee, es ist einfach eine Sandburg mit einem Gesicht. Also dieses Geisterthema kommt dabei seiner Vorentwicklung irgendwie ein bisschen besser über. Vor allem, weil das auch so den gräulicheren Farbton hat. Also mir gefällt Kolossand tatsächlich überhaupt nicht. Und von allen, die wir bisher hatten, auch das Pokémon, was mir am wenigsten optisch gefällt. Weniger als Moruda? Moruda hattest du ja auch gesagt. So. Nee, Moruda fand ich gut. Da habe ich nur die Augen vermisst. Aber ja, Moruda war auf jeden Fall... Aber die hat man hier wenigstens. Also hier weiß man wenigstens, wie man reinhauen kann. Mir gefällt es nicht. Mir gefällt es echt nicht. Und bisher auf jeden Fall was bei mir am wenigsten in der Gunst ist. Schlimmer als Ursadin nicht. Ja, stimmt, tatsächlich. schauen wir mal, ob sich das vielleicht ändert. Ein Pokémon ist ja nicht nur nach seiner Optik zu bewerten, sondern für so kleine Tryharder wie uns auch nach seiner, kompetitiven Fähigkeit. Zieh mich nicht mit in den Tryhard-Sumpf, mein Lieber. Da bist du schon lange. Da bist du schon viel zu lange. Hallo, ich habe schon mal Sumpex mit Whirlpool gespielt. Ich bin kein Tryhard. Ja, okay, wenn es danach geht, ob man schon mal Sachen gespielt hat, dann bin ich auch keiner. Jetzt habe ich einmal einen Zapdos Heatran-Core gespielt und schon bin ich Tryharder. Ja, tut mir leid, ich gehe mich gleich erhängen. So, Geist, Boden. Was ist das für ein Typing? Boden, richtig starke Offensive, Geist. Geist ist auch ein guter Typ. Geist ist ein schöner Typ. Ja, absolut. Also, ja, irgendwo im Mittelfeld zumindest. Ja, Geistboden gab es ja schon mal mit Golgantis. Hilft uns vielleicht auch gleich so ein bisschen bei der Zieleinschätzung. Offensiv jetzt nicht der Killer. Ja, also gerade weil viele Flug-Normal-Pokémon herumlaufen und die können immer super easy in so Steps reinkommen, weil die gegen beides eine Immunität haben. Also, da müssen wir auf jeden Fall schon mal auf Coverage setzen. Für Golgantis war das jetzt kein Problem. Schauen wir uns später mal an, ob es hier vielleicht ein Problem sein könnte. Ansonsten defensiv kein mega schlecht. Echt ist aber auch mega gutes Typing, ne? Werden wir uns mal angucken. Wir haben ein paar sehr relevante Schwächen mit Unlicht, Eis, Wasser, sehr relevant, Pflanze noch Pflanze zumindest auch relevant. Ja, Geist zu vernachlässigen eigentlich, allerdings immer noch unschön. Also es sind fünf Schwächen sind viel, das kann man nicht anders sagen. Wobei man halt auch sagen muss, dass das Typing sich nicht gegenseitig wegkürzt. So. Also wir haben wirklich alle Schwächen von beiden Typen. Ja, leider.
Auf der Resistenzenseite, ja, sieht das ähnlich aus. Die drei Immunitäten sind schon mal cool. Ja, keine Frage. Resistenz gegen Stein ist schön und die anderen beiden sind zu vernachlässigen. Ja, und deswegen, es wiegt sich schon ein bisschen auf, ja. Ich meine, drei Immunitäten, das ist eine Hausnummer. Das ist auch das Maximum, was ein Pokémon haben kann, wenn ich mich nicht irre. Es sei denn, so ein Pokémon Schwebe wie jetzt zum Beispiel... könntest du noch haben. Genau, wenn es Schwebe oder H2O-Absorber noch hätte. Aber ich glaube, auch mit solchen Fähigkeiten ist das Maximum tatsächlich drei Immunitäten. Bisher ja. Bisher schon. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, Apokalyp müsste das sein. Apokalyp? Hat normal Kampf und Wasser durch H2O-Absorber. Ja, 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 klar. Es gibt noch ein paar mehr, die das haben. Aber der Zubiris. Ja, Zubiris. Also auf jeden Fall jedes Mal ist der Geistertyp irgendwie involviert, weil ja, der ganz zwei klar, weil schon mal zwei mitbringt. Genau. Ja, schauen wir uns die Werte an. Ja, würde ich sagen. Typing haben wir ja beleuchtet jetzt, ne? Ja, so sehen sie aus. Ja, ich sehe hier auf jeden Fall ein relativ defensives Pokémon, auch wenn wir immerhin einen 100er Spezialangriff haben. Das heißt, so ein bisschen zuhauen können wir auch. 75 Angriff sind auch gar nicht so schlecht, aber wir sehen hier mal wieder eine Generation 7 typische Initiative. 35 ist ein Wert, den wir da schon sehr oft gelesen haben tatsächlich. Ja, nichts Halbes, nichts Ganzes, würde ich hier fast sagen. Ne, Werte passen auch zu dem Aussehen. Langsam, hält ein bisschen was aus. Ich dachte hässlich. Ich dachte, du sagst jetzt einfach hässlich. Ja, die Werte sehen total scheiße aus. Nein, ja, ist okay. 85 KP finde ich echt nett. Die Def-Werte sind jetzt nicht so mega hoch. Also 110 auf physischen Seite sind wir schon gut dabei. Ja, ganz klar, ne? Ansonsten, ja, wie du schon gesagt hast, gerade der Spezialangriff sticht dann ja doch nochmal ein bisschen raus. Ist okay, würde ich mal sagen. Werte sind jetzt auf jeden Fall kein großer Minuspunkt. Nee. Schauen wir uns die Fähigkeiten an. Da fangen wir einfach mal mit der VF an. Das ist Sandschleier. Da haben wir ja quasi in der letzten Analyse schon was zu gesagt, nur dass es hier jetzt nicht Schneemantel ist, sondern Sandschleier. Also absolut zu vernachlässigen, diese Fähigkeit. Lohnt sich also hier nicht, das Ding zu chainen, bis ihr die VF habt. Gucken wir uns also lieber die richtige Fähigkeit an und das ist Verklumpen. Ja, wenn wir eine Wasserattacke abkriegen, erhöht sich unsere physische Verteidigung um 2 Stufen. Die ist ja von sich auch schon ziemlich stark. Problem ist natürlich, dass Wasser ein Typ ist, der nicht nur, aber überwiegend natürlich speziell gespielt wird. Ja, und gegen den wir eh eine Schwäche haben. Also, ja, ich sag mal so, gegen physisches Wasser-Pokémon ist das schön, weil du nimmst den Angriff einmal, hast meinetwegen die Wasserbeere drauf. Mhm. Vorsicht, gimmickhaft, wie immer, wenn ich was sage. Und dadurch, dass du die Verteidigung dann um 2 Stufen genommen hast, ist es ja quasi so, als hättest du die Schwäche rausgekürzt. Ja. Nur, dass du alles andere noch besser nehmen kannst. Natürlich, natürlich. Sehr, sehr gimmickhaft und immer noch keine gute Fähigkeit. Nope. Aber besser als Sandschleier. Also Sandschleier stellt es mit Abstand in den Schatten. Ist aber so, hier kann man was sagen, was man auch über Siegeswille gesagt hat. Ist eine Fähigkeit, die sich definitiv nicht in jedem Kampf aktivieren wird. Nee, denn das aus Wasserattacken switcht ihr grundsätzlich erstmal raus. Meistens, ja. Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ist eine Fähigkeit, die kann mal ganz cool sein. Die kann vielleicht auch mal so ein Matchup retten, keine Frage. Aber nein, die ist eigentlich nicht toll. Also die wäre toll auf jedem anderen Pokémon, was keine Wasserschwäche hat. Auf einem Pflanzen-Pokémon wäre es geil. Ja, aber ich meine... Shelterra mit Verklumpen, hallo? Ich meine, das Thema ist ja Verklumpen, ne, mit Sand. Ja, Shelterra wäre echt cool mit der Fähigkeit. Das wäre echt nicht schlecht. Ja, ist okay. Keine Killerfähigkeit. Aber ist auf jeden Fall die Fähigkeit, die wir wählen. Egal, was wir vorhaben. Move Pool. Ja. Und der... ist relativ überschaubar, sag ich mal. Und das Erste, was ich hier direkt beim Überfliegen sehe, kein Irrlicht. Ja, das für einen Geist ist das ein Minuspunkt. Vor allem für einen physisch-defensiven Geist. Ne? Das ist so schade. Dafür, ja, Erdkräfte ist ein schöner Step. Gibt zu wenig gute Erdkräfte-User, meiner Meinung nach. Ja, irgendwie wohl, ne? Spukball ist, ja, auch solide. Also die beiden sind halt schon mal safe dabei. Gigasauger ist cool, passt auch irgendwie zu der Thematik dieser Sandburg, die sich immer mehr Sand ansammelt. Sieht man ja auch unten schon, Sandsammler, es saugt sich ja quasi auch Sand an, um sich wieder zu regenerieren. Also Gigasauger auf jeden Fall von der Thematik her ein guter Move. Matschbombe, ja, damit treffen wir zumindest gegnerische Pflanzen-Pokémon, die uns sonst resisten könnten oder uns sonst pressuren könnten. Psychokinese ist auch immer nice to have, aber da wir mit Gift und Kampf-Pokémon wahrscheinlich relativ wenig zu tun haben. Ja, auch eher zu vernachlässigen. Antikraft, ja, wie du schon sagtest, viele Flug-Pokémon, die den Zweityp normal haben, die halt easy in alle unsere Steps reinkommen können.
Antikraft, auch wenn der schwächste, scheint hier fast der wichtigste Coverage-Move zu sein. Würde ich auf jeden Fall ganz ausdrücklich sagen. Ja, es ist im Prinzip eine Hidden-Power-Gestalt, die uns ab und zu diesen Mega-Boost geben kann. Also ich würde sagen, echt, dass Antikraft hier die Nummer 1 Coverage ist. Ansonsten eher Sachen, die zu vernachlässigen sind im Großteil. Sandsammler, wie du gerade schon gesagt hast, ist auf jeden Fall hier eine Recovery, unsere Spezial-Recovery. Ist sogar im Sandsturm etwas stärker. Ich glaube, heilt sie dann halt 66% oder 75%. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ist eine Zahl. Mehr auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall mehr. Wird aber im Gegensatz zum Beispiel zu Synthese nicht von anderen Wettereffekten verschlechtert. Richtig. Ist also auf jeden Fall ganz nett. Ja, Steinpolitur ist, bei einer 35er Init, sagen wir mal, im besten Fall gimmickhaft. Ja, ich wollte jetzt einfach nur mitnehmen, um zu zeigen, ja, wir können Setupen. Und ich sehe vielleicht irgendwie was mit einem Schwächenschutz im Doppelkampf mit Steinpolitur und Verklumpen. Wer weiß. Ich habe schon mal gegen sowas gespielt. Guck mal, du bist gerade bei Skype angekommen. Wer macht denn sich denn da an deinem Rechner zu schaffen? Okay, das ist komisch. Ich muss, glaube ich, doch nach dieser Analyse direkt nach Hause fahren. Hypnose, auch eigentlich immer schön. Hat natürlich nur eine 60%ige Chance zu treffen. Ja. Aber ist das Einzige, was ich im Mufu gefunden habe, was in der Weltzeit war. Hypnose ist echt nichts. Hat das Ding physisch auch nichts zu bieten? Doch, klar. Ein bisschen schon, aber der stinkt dann halt schon ab. Vor allen Dingen, weil der spezielle Movepool, das muss man sagen, echt gut ist. Keine Frage. Hier haben wir ja noch einige Typen da, ne? Der hat einiges, fast alles, was wir brauchen. Also ich glaube, wir können hier sogar die Steinkante oder den Steinhagel lernen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber warum nicht gleich die Antikraft, wenn wir eh speziell irgendwie dann angreifen? Ja, das stimmt. Ja. Immerhin ist die Base ja auch um 25 Punkte höher. Ja, speziell ist es einfach deutlich stärker. Also vielleicht mal ein abschließendes Wort. Der Movepool, es sind ein paar Sachen dabei, die sind auf jeden Fall ganz nett. Aber das war es auch einfach schon. Es ist leider, es passt nicht ganz so zu der Defensive. Wir können im Prinzip nur uns heilen. Ansonsten ist da nicht so viel Support da. Wer weiß, vielleicht kommen ja irgendwann die Tarnsteine dazu mit dem Move-Tutor. Das wäre richtig schön. Ansonsten fehlt hier auf jeden Fall ein bisschen was, muss ich leider sagen. So ein Alleinstellungsmerkmal hat es halt nicht, abgesehen davon, dass es einen Signature-Move hat. Und der ist halt auch zu vernachlässigen. Er hätte genauso gut Genesung kriegen können eigentlich. Mhm. Wollen wir uns mal daran wagen, hier ein Set zu machen? Ja. So, soll ich dir mal den Vortritt überlassen heute? Ja, machen wir mal. Also relativ simpel, physische Wall, das ist das, was wir am besten können. Investieren natürlich hier maximalen KP, maximale Verteidigung, senken den Angriff, den wir überhaupt nicht benutzen, greifen an mit Erdkräfte und Spukball. Antikraft darf nicht fehlen als wichtigste Coverage und auf dem letzten Slot ganz klar den Sandsammler. Wir kommen also im Prinzip nur rein und heilen uns gegen und hauen dann vielleicht ein bisschen mit der Coverage raus. Toxin würde sich anbieten, ist halt dann nur die Frage, was wir dann streichen. Also ja klar, wir können Erdkräfte und Spukball, halt haben wir einen Gegnertypus, eben die ganzen Vogel-Pokémon, die da easy reinkommen. Ich würde den Spukball tatsächlich rausnehmen. Ja, wir können aber die immer noch toxinisieren, also die Antikraft ist kein Muss. Also ich würde echt aber eher auf den Spukball als auf die Antikraft verzichten. Ja, also die Erdkräfte sind, glaube ich, gesetzt zusammen mit dem Sandsammler. Spukball und Antikraft lassen sich auch durchaus durch einen Toxin oder wer richtig cool ist, durch eine Hypnose ersetzen. Keine Frage. Also ich denke mal, so ein physischer Tank, das wird Colossan, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ne? Ja, dann wollen wir uns mal auf den zweiten etwas rausstechenden Wert hier spezialisieren. Und hey, wie könnte es anders sein? Gen 7, Generation der Bulky Attacker. Ja, gebt dem Ding doch einfach mal ein Wahlglas oder wenn ihr es eher doch ein bisschen defensiver haben wollt, vielleicht auch eine Offensivweste und halt einfach 4 Angriffsmoves. Ja, Erdkräfte, Spukball sind in diesem Fall genauso wie Antikraft gesetzt und ja, den Rest könnt ihr euch eigentlich so machen, wie ihr es braucht. Ihr könnt natürlich sagen Gigasauger, weil Wasser-Pokémon ganz gut in uns reinkommen können. Und vor allem, weil es dann noch ein bisschen Recovery ersetzt. Genau, es hat ein bisschen Recovery. Wir können dann trotz Offensivweste immer noch irgendwie was heilen. Matschbombe ist natürlich auch schon, gibt immerhin noch eine 30%ige Chance, den Gegner in irgendeiner Form zu vergiften. So ein bisschen wiederkehrender Schaden ist ja auch schön. Aber ja, solange ihr Erdkräfte, Spukball und Antikraft drauf habt, habt ihr es schon mal richtig gemacht. Und der Rest kann dann wie immer eigentlich nach Team angepasst werden. Leider Gottes ein bisschen langsam unterwegs. Bei 35 Initiative würde sich ein Steinpolitur-Set ja auch nur so halb lohnen, würde ich mal behaupten. Allerdings Steinpolitur-Hypnose, ja, gibt Schlimmeres, was man haben kann. Ja, das stimmt.
Und jetzt kommen wir, glaube ich, als nächstes zu Tier Prediction. Und ich glaube, dass spätestens bei den Sets die Leute gemerkt haben, oh, hier geht es wahrscheinlich eher in die niedrigere Richtung. Also wenn wir hier jetzt so einen defensiven Geist ohne Elig spielen müssen und ein Specs-Ding, ich glaube, die Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Und wir waren uns hier beide einig, um das mal vorwegzunehmen. Also wir haben ja schon alles vorpredicted, ne? Also und wir haben beide PU aufgeschrieben tatsächlich. Ja, wir haben bei vielen Sachen waren wir uns einig und wir haben tatsächlich trotzdem mal was anderes geschrieben als der andere, einfach nur um die Wette am Laufen zu halten. Bei diesem waren wir uns aber so einig, dass keiner dieses Risiko reingehen wollte und jetzt sowas sagen wollte wie NU. Also ich meine, klar, wir alle wissen natürlich, dass das Ding im Endeffekt ins OU gehen wird, weil wir wieder irgendwas vergessen haben. Wir haben einfach vergessen, dass das Ding noch die Fähigkeit tötet alles hat, das genau das macht. Sobald es auf Feld kommt, sind alle 6 Pokémon des Gegners besiegt. Ja, das wäre auf jeden Fall strategisch sehr wertvoll, ganz klar. Ja. Nee, also es ist einfach ein Pokémon, was nicht so viel drauf hat. Um das jetzt vielleicht nochmal zu erklären, falls jetzt ein Colossan-Fan draußen in Enrage geht. Ja, Golgantis ist so ein Vergleich. Ja, also Golgantis hat auch die 85 KP, der hat einen viel besseren offensiven Wert, der ist auch sehr, sehr bulky. Der hat eine deutlich bessere Coverage durch die Elementarschläge. Ja. Es hat halt ein Erdbeben, was halt schon mal ein bisschen stärker ist, auch noch als die Erdkräfte. Ja, und es hat vor allen Dingen 2 gute Fähigkeiten. Das kann dieses Schildlos-Wuchtschlag-Kombo sogar mit der Steinkante noch spielen oder eben die Eisenfaust. Also Golgantis ist dafür sogar noch schneller, kann glaube ich auch die Steinpolitur. Also das Einzige, was Colossan besser kann, ist physisch hält es ein bisschen mehr aus, aber nicht mal mega viel. Ja? Und es kann sich heilen mit Landsammler. Das war's. Ansonsten liegt das... Golgantis kein Ableithieb? Weiß es gerade gar nicht, ob er das kann. Ja, aber es ist halt schon eine andere Art der Heilung. Ne? Also klar, das hier hat Stall-Potenzial. Das hat jetzt ein Golgantis nicht. Aber ansonsten wird es hier einfach maximal outclassed. Und es gibt auch andere defensive Geister, wie zum Beispiel Pumpkin im PU. Ja, und Pumpkin ist einfach 100 Mal besser. Es ist schneller. Es hat auch Egelsam. 100. Es hat das Irrlicht. Ja, es hat ein defensives Typing, was mindestens genauso gut ist. Ja? Es hat 3 oder 4 verschiedene Formen. Richtig. Mit denen es halt auch noch sehr, sehr viel Variabilität. Es hat auch einen 100er Angriff, immerhin. Und es hält physisch viel mehr aus und speziell genau gleich viel. Es hat nämlich auch 85 KP und 75 Spezialverteidigung in der großen Form. Also wenn wir jetzt hier mal mit Pumpkin und Golgantis vergleichen, bleibt hier eigentlich nur das PU. Ja, das ist richtig. Ja, dann wollen wir schauen, was können wir denn im PU oder sonst irgendwo finden, um mit Colossan an den Start zu gehen, ein Partner-Pokémon. Wenn ich jetzt mal das komplette PU kennen würde, aber es verschiebt sich ja momentan so viel nach und nach. Ja, Gardevoir ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im AU gelandet, das war eine ganze Zeit lang im OU unterwegs, dann sehr, sehr solide im UU. Mhm. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass vieles noch droppt, könnte ich mir hier als sehr guten Partner beispielsweise Hundemon oder Nutuska vorstellen. Ja. Also grundsätzlich kann man ja sagen, Unlicht-Pokémon, die durch einen Zweityppen noch ein paar Mal mehr von unseren Schwächen nehmen können. Ja. Also Nutuska nimmt die Wasserattacken und die Pflanzenattacken und ja, Unlicht nimmt von sich aus halt schon Geist und Unlicht. Genau. Also können wir hier 4 von 5 Schwächen jeweils ausgleichen. Hundemon das gleiche, nimmt dafür halt keine Wasserattacken, aber dafür Eisattacken. Ja. Dann gibt es noch Pflanze-Unlicht-Pokémon, wie zum Beispiel, das hatten wir gerade mit Noctuska, was war jetzt der Wasser-Unlicht? Wasser-Unlicht, genau, das wollte ich sagen. Ja, die nehmen zum Beispiel dann noch die Wasser- und die Eisattacken, Wasser-Unlicht. Ja, Tohaido wahrscheinlich auch ein bisschen zu hoch, war ja damals im Rail-Used. Keine Ahnung, ob ihr es vielleicht droppt, eventuell durch die Stärkeverschiebung. Aber ja, ganz simpel, Unlicht-Pokémon, die wenigstens noch 1-2 Schwächen durch den Zweityp nehmen können. Die Unlicht-Pokémon freuen sich zum Beispiel immerhin auch über Kampf- und Käferresistenz bzw. Immunität. Und das ist auf jeden Fall ganz nett. Ne? Ja. Was hatten wir denn sonst noch gesagt? Eine Sache hatten wir noch. Ja, die fällt mir jetzt aber gerade auch nicht mehr wirklich ein. Also natürlich freuen wir uns über Sandsturm-Pokémon, einfach für den Sandsammler. Ja, genau. Aber auch wieder sehr gimmickhaft. Und wenn ihr wirklich ein Sandsturm-Team baut, nehmt bitte was anderes mit als diese wunderbare Sandburg hier. Colossan, nicht so optimal. Nee, tatsächlich nicht. Ja, ich glaube, da sind wir durch. Ne? Wir haben jetzt Sets vorgestellt. Ich weiß noch, was wir gesagt haben. Ja? Wir haben gesagt, Elektro-Pokémon wären super.
um eben, oder alles andere, was eben mit diesen Flug-Pokémon umgehen richtig, kann. Genau, die Offensive. Ja, wie gesagt schon, eben Flug-Pokémon können ein Problem sein, vor allen Dingen, wenn wir hier Pflanze und Licht noch als Partner hinstellen. Also wollen wir natürlich auch offensiv Druck auf den Gegner ausüben, um diese Sachen rauszuhauen. Ganz klar, Elektro-Pokémon, Eis-Pokémon, Stein-Pokémon, alles, was sich um gegnerische Flieger Arctos kümmert. Arctos wäre hier ein super solider Partner, beispielsweise. Der ist ja auch im PU unterwegs. Genau. Gut, dass dir das wieder eingefallen ist. Ja, ihr seht, wie immer, alles nicht gescriptet, alles 100% real. Wir haben von nichts eine Ahnung und reden trotzdem. Ja, aber das macht uns Spaß. Und dem Feedback, das wir haben, nachzufolge, jetzt hat er es vorweggenommen. Euch auch. Selber schuld, wenn ihr solche Idioten seid. Ja, eben. Apropos, ich hoffe, diese ganzen Idioten sind auch beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ihr könnt ja trotzdem mal in die Kommentare einhauen, wie findet ihr Kolossand? Das interessiert uns natürlich auch. Vielleicht fehlt euch ja noch irgendwas viel Cooleres ein als die Sets, die wir haben. Oder so ein guter Partner oder sonst was. Vielleicht auch eine Attacke, die wir vergessen haben, wenn wir doof sind. Vielleicht irgendein cooler Z-Move, der eben noch eine Nische gibt. Zieh mich da nicht mit rein. Wenn eine Attacke vergessen wurde, ist das deine Schuld. Ja, hast ja recht. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein, bleibt artig. Abonniert Straffelkopter. Tschüss. Tschüss.